Grüß euch von deinem gerechten Innsbruck. Heute sind wir bei bestem Wetter in der Prachtstraße Innsbrucks, in der Marie-Theresien-Straße. Jetzt so prächtig kommt sie uns einmal nicht vor. Da im Hintergrund sind jetzt diese Baucontainer mit diesen Baumaterialien. Wobei unser Rätsel ist, dass man die am Wochenende da stehen lässt. Jetzt haben wir diese sehr schlecht beworbene, man hört gerade ein Flugzeug, Weltstadt Innsbruck. Jetzt haben wir die sehr schlecht beworbene nordische Weltmeisterschaft. Da sind doch ein Haufen Gäste da. Und dann wird praktisch mit so einer Baustelle wird dieser Blick auf das goldene Dachl verschandelt. Aber jetzt der eigentliche Grund, warum wir da sind. Was fällt euch da in der Marie-Theresien-Straße noch auf? Schaut mal genau. Jawohl. Keine Gastgärten. Warum ist das jetzt so? Ja, da hat praktisch die Stadt Innsbruck viel zu spät, nämlich am 1. Februar, wo die Gastgärten normal schon aufgehen sollten, hat praktisch den Gastronomen einen Vertrag zugestellt, einen Knebelvertrag. Und in diesem Vertrag steht drinnen, bis jetzt zum Beispiel da bei der Orangerie haben sie ungefähr 7.000 Euro die Saison zahlen müssen. Jetzt müssen sie auf einmal 5.000 noch zusätzlich zahlen, für das, dass sie die Gartenmöbel da herausstehen lassen, was die letzten Jahre immer im Preis inkludiert war. Jetzt haben die gesagt, die haben sich zusammengetan, diese Gastronomen, haben gesagt, sie stellen jetzt da gar nicht auf, weil sie lassen sich das so in dieser Art nicht gefallen und haben gesagt, sie wollen mit der Stadt reden, was die Stadt schon viel früher machen hätte können. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja, ich gebe euch einen Termin, unseres Wissens nach am 14. März. Das heißt, 1,5 Monate wird da jetzt nichts aufgestellt. In der Tourismus-Weltstadt Innsbruck, so kann es überhaupt nicht sein. Und wenn man da jetzt einen Kaffee haben will, dann muss man sich so wie mir selber einen Stuhl mitnehmen und sich da hinsetzen, weil sonst ist keine andere Möglichkeit. Was heißt das? Das heißt, erstens, die Drüberfahrpolitik ist weiterhin gegeben. Daher hat sich überhaupt nichts geändert. Und zum Zweiten heißt es, dass die Gastronomen gesagt haben, wenn sich dieser Vertrag nicht ändert, dann werden sie das auf die Waren draufschlagen. Das heißt, dann kostet zukünftig da der Cappuccino nicht mehr 3,30, sondern 5,50. Das heißt, weil die Stadt Innsbruck ein Geld braucht, weil sie sich die letzten Jahre mit irgendwelchen Monsterprojekten übernommen hat, wird es wiederum auf den Rücken der Bürger und der Touristen ausgetragen. Und so kann es nicht sein. Wir werden alles daran setzen, dass diese Verträge umgeändert werden und können den Gastronomen versprechen, wir werden für sie in den Ring steigen. In diesem Sinne, macht es gut. Servus Innsbruck, erschien ans Wochenende und Servus Tirol.